Heute braucht der Mensch statt Informationen eine Denk- und Gefühlserkraftung, damit er seine Integrität herstellt. Ja, lieber Heinz, vielen Dank für die Bereitschaft zu diesem Interview, zu diesem Video, das wir machen, möchte ich sehr herzlich einladen und möchte auch die Zuschauer dieses Videos sehr herzlich einladen. Das Thema ist die Impfung. Wenn ich dich kurz vorstellen darf, nochmal für die Zuschauer. Du bist Dozent für anthroposophische Heilkunde, du bist Autor spiritueller Schriften und du bist spiritueller Lehrer. Wir treffen uns hier in den Räumen, in den Unterrichtsräumen. Und vielleicht noch ein Hinweis, du bist eigentlich, was das letzte Jahr betrifft, unglaublich ausgegrenzt auch. Du bist ausgegrenzt aus dem Dialog und aus vielen Bereichen, weil du nicht eine Spiritualität anbietest zum Konsum, sondern weil du Schulung anbietest, weil du Denkschulung anbietest, Geistschulung anbietest. Deshalb meine erste Frage an dich, worin unterscheidet sich eigentlich diese typische Information, die es überall gibt, zu einer wirklichen Vertiefung oder Schulung? Ja, Informationen haben wir heute genügend. Ich glaube, wir sind überfüllt von Informationen. Wogegen die andere Seite, das Denken, dass es wirklich aktiv trainiert wird, aktiv in einen Zusammenhang gebracht wird und somit Gebiete so auch durch das Denken so erforscht werden können, dass sie auch im logischen Zusammenhang bis hin zur Erkenntnis geführt werden, gibt es eigentlich kaum. Es ist deshalb also heute ein unendlicher Drang zur Informationskultur noch weiterhin fast wie eine Gier gegeben, aber auf der anderen Seite leidet förmlich dieses Denken, das eigentlich die notwendigste Erkraftung zum wirklichen gesunden Menschsein darstellen würde. Wenn man das jetzt auf die Impfung mal bezieht, was würdest du sagen, wie verhält sich jetzt sozusagen Schulung oder wie verhindert Geistschulung, dass es überhaupt Impfschäden gibt? Kann man das sagen, dass Geistschulung Impfschäden verhindern kann und wie ist das zu verstehen? Ja, lass uns das doch einmal ganz praktisch in Form einer Dialektik, einer vielleicht gewagten Dialektik, die wir spontan hier mal entwickeln, durchführen. Lass mir doch einmal mal die breite, erklärende, informationsausufernde Überflutung beiseite und gehen wir einmal Gedanke für Gedanke hindurch, dass wir dieses Thema der Impfung und von Interesse des Einzelnen das Thema so entfalten, wie meidet der Einzelne, dass er in einen Gewissenskonflikt mit der Impfung kommt und zweitens, wie meidet er Schäden, wenn er sich impfen lässt. Wie geht er bewusstseinsmäßig durch seine eigene Haltung, durch seine entwickelte Bewusstheit gegenüber zu diesem Thema vor. Entwickeln wir doch einmal diese Thematik. Ja. Da wäre doch die erste Frage, was ist denn überhaupt Geist und was ist Geistschulung in diesem Zusammenhang, dass diese Logik in diesem Sinn sich aufbauen kann? Ja, sehr gut, ja. Es ist die erste Frage einmal, wenn es sich um Geistschulung handelt, was ist Geist? Es ist eigentlich relativ einfach zu sagen, denn Geist ist nicht Materie und es gelten nicht primär die Ableitungen der ganzen Erkenntnisse von der Materie, sondern es müssen die Erkenntnisse aus dem Geistigen erschaut oder entwickelt werden. Es gibt beispielsweise eine ganz grundsätzliche Verantwortlichkeit im Menschen. Diese Verantwortlichkeit kann im Geistigen niemals entschuldigt werden. Geht der Einzelne beispielsweise über die
Pforte des Todes hinaus, so leben seine Seele und sein Geist weiter. Er kann nun in dieser Hinsicht nicht sagen, er wäre von den kollektiven Maßnahmen der Zeit, von den Behörden zur Impfung gezwungen worden und deshalb habe er Schäden erlitten. In der geistigen Welt, für die Umstände, in denen sich die Seele einlebt, gilt diese Erklärung nicht mehr. Es ist aber auf der anderen Seite auch zu bemerken, dass es für die geistige, nachtodliche Welt vollkommen belanglos ist, ob man geimpft worden ist oder nicht geimpft worden ist, sondern es ist nur entscheidend, mit welcher Einstellung man sich einem Phänomen, eben ein Phänomen ist eine Impfung oder eine Erscheinungsform in der Welt, ist die Impfung, eine Maßnahme, die getätigt wird, wie man sich diesem Phänomen gegenüberstellt, mit welcher Bewusstheit, mit welcher Einstellung, mit welcher inneren Ethik begegnet man diesem Phänomen. Das ist für die nachtodliche Welt von Entscheidung und hier kann der einzelne Mensch nicht sagen, ich habe weder von diesen oder jenen Umständen etwas gewusst. Er ist verpflichtet, gemäß seines ganzen Menschseins und seiner Begabungen, sich um diese wirklichen Phänomene zu bemühen und er muss sie auch durchdringen lernen. Er muss auch daran arbeiten, bis er sein reifliches Gewissen gebildet hat. Dann erst kann er reif auch in die geistige Welt sich hineinfinden. Um diese Haltung, die der Geimpfte oder der sich mit einer Impfung auseinandersetzt, aufbauen zu können, muss er ja auch die Wirkungen studieren. Kann man da etwas dazu sagen über die Wirkung dieser Impfung? Ja, unterscheiden lässt sich nun ganz einfach, wenn man die Dialektik jetzt hier anwendet, in einer Form von Gliederung. Es gibt physische Wirkungen der Impfungen. Diese kann man eigentlich relativ gut heute nachlesen. Ich will auf diese einmal nicht eingehen, sondern nur einmal auf die geistigen inneren Konsequenzen eingehen. Diese Impfung muss aber dennoch von der Art der Physis, wie sie stattfindet und mit welchen Motiven sie belegt ist, in jeder Weise studiert werden. Des Weiteren muss man, wenn man zur Impfung scheitert oder auch nicht zur Impfung scheitert, beides gehört gewissermaßen zusammen. Also wenn man sich mit dieser Frage auseinandersetzen muss, und das ist ja bedingt durch die Zeit, dann ist es bedeutungsvoll, sich auch mit dem Krankheitsbild auseinanderzusetzen. Ja, also wir sprechen jetzt vor allem über die Corona-Impfung und die Corona-Krankheit, Covid-19. Was lässt sich denn aus geistiger Sicht sagen zu diesem Krankheitsbild, vielleicht auch im Unterschied zu dem Krankheitsbild früherer Impfungen? Zum Beispiel gab es ja auch eine Impfkampagne zur Pockenimpfung. Und Rudolf Steiner hat ja ausgesprochen, dass mit dieser Pockenimpfung auch bestimmte Anforderungen an den Menschen gegeben war nach Entwicklung, dass ganze Zeit zu einer bestimmten seelischen Defizit geneigt hat und diese Pockenkrankheit sozusagen eine Anforderung der Menschen gegeben hat zur Entwicklung. Kann man das heute auch sagen, dass durch die Corona-Krankheit eine gewisse Entwicklungsanforderung gegeben ist? Und was spielt da diese Impfung auch? Wie ist das Krankheitsbild und was spielt diese Impfung für eine Rolle? Weil es ist ja dadurch, dass durch die Impfung die Krankheit beseitigt wird unter Umständen, aber die Entwicklungsanforderung bleibt. Ja, diese Frage würde einen langwierigen Vortrag zur Beantwortung voraussetzen. Ich muss deshalb einmal in einer kurzen logischen Folge auf einige wenige Punkte dieser Frage eingehen. Und ich will mich bemühen, dass ich die Abfolge der Gedanken so darlege, dass die Art Denk
Schulung, die Art, den Gedankengang für sich selbstständig, individuell auszuarbeiten, gewährleistet ist. Mhm. Denn gerade kommt es mir darauf an, in meiner ganzen Lehrtätigkeit, dass der Einzelne nicht nur eine Palette eben von Möglichkeiten verfügbar gemacht bekommt, sondern dass er tatsächlich einen Gedanken in logischer Folge mit einem Nächsten verknüpfen kann und dadurch selbstständig zur Urteilsbildung, selbstständig zur Erkenntnis durchringen sich kann. Mhm. Es ist dieses Krankheitsbild, Corona, ein zeitgemäßes Krankheitsbild. Mhm. Um es einmal etwas definitiv, ohne lange auszuführen, es gibt Artikel darüber von mir, da ist es ausgeführt, aber um es definitiv einmal zu benennen, ist es das Krankheitsbild, das auf einen Integritätsverlust des Menschen hindeutet. Mhm. Ein Virus in dieser Form kann nur aktiv werden und auch entsprechende Ängste mit sogenannten Nocebo-Effekten erzeugen, mit schwächenden und weiteren, schwereren Effekten erzeugen, wenn die Integrität des Menschen erheblich abgeschwächt ist. Die Urbildekraft, der natürliche Zusammenhalt des Menschen in Leib-Seele-Gleichgewicht ist reduziert. Und dadurch kann, durch diesen Integritätsverlust, kann der Mensch tatsächlich einen Virus empfangen oder ihn produzieren. Luftveränderungen, Handysmog, G5, all diese Faktoren, die man noch hinzunehmen kann, mhm. auch schon Vorbelastungen durch Antibiotikagaben oder vielfache Impfungen sind natürlich ebenfalls eine Begleiterscheinung zu diesen. Er verliert seine Integrität, seine Unversehrtheit, der Mensch. Und er hat damit nicht mehr die Substanzkraft. Das ist eigentlich für mich das Erscheinungsbild, das diese Covid-19-Erkrankung darstellt. Im Vergleich zu der Pockenimpfung damals, die ja auch zu Rudolf Steiners Zeiten stattgefunden hat, ist es schon noch ein Unterschied, denn die Pockenerkrankung ist, Rudolf Steiner sagte, es sei aus Lieblosigkeit. Mhm. Nun, wenn ich sage heute, diese Krankheit ist Integritätsverlust, mhm. dann muss man dennoch sie etwas genauer von der Begrifflichkeit noch erfassen. Mhm. Und wenn ich sage, ja, Rudolf Steiner sagt Lieblosigkeit, dann muss man das ebenfalls genauer beschreiben. Mhm. Was ist diese Lieblosigkeit? Mhm. Um ganz kurz es nur zu erwähnen, zu dieser Zeit, 1920, erschien mir die Entwicklungsfrage, dass der einzelne Mensch eine Forderung leistet zur Entwicklung von Empathie und zur Ausrichtung seines Wesens, dass er nicht nur bei sich selbst die Materie als die Maßeinheit nimmt, sondern den Menschen auf individuelle und freie Weise durch Empathie einbeziehen kann. Mhm. Diese Entwicklung ist aber gerade durch die materialistischen Systeme und ganz besonders sogar, muss ich erwähnen, durch das Kirchensystem mhm. in eine genau gegenbildliche Orientierung gefallen. Und somit entsteht im Menschen nichts anderes als wie eine Krankheit, die sich in der schwarzen Pest, also in, Entschuldigung, nicht Pest, die schwarzen Pocken, mhm. diesen eigentlich Zeichnungen, direkt Signaturen von etwas, das den Menschen verdunkelt, abdunkelt. Mhm. Das erscheint direkt in diesem Bilde der Krankheit. Mhm. Heute, wenn man das jetzt anders einmal auf den Integritätsverlust beziehen, dann ist es eine außerordentliche Schwäche, die im
ganzen Leib-Seele-Verhältnis entsteht oder entstanden ist. Diese Schwäche wird natürlich größer durch Ängste. Die Ängste, was geschieht in der Angst? Man muss sich das richtig vergegenwärtigen. Es entflieht gewissermaßen das Bewusstsein aus den vernünftigen und stabilen Denkvorrichtungen. Die Angst treibt den Menschen in die sogenannte Exkarnation, in ein Loslösen von Seele und Körper. Die Integrität ist nicht mehr gegeben. Das Wesen des gesamten Bewusstseins ist nicht mehr im gediegenen Zusammenhang mit dem Leibe. Das lässt sich sehr gut nachvollziehen. Du schreibst in den Artikeln ja auch, dass diese Integritätsverlust auch sehr stark dadurch zustande kommt, dass sehr viele Suggestionen stattfinden, Suggestionen, die Medien und den Menschen geradezu überfluten und eher ein Heilmittel braucht, diesen Suggestionen zu begegnen. Danke, dass du in diesem Zusammenhang mich darauf aufmerksam machst. Denn es ist ja, um das Krankheitsbild richtig zu erkennen, die Suggestion fast nicht zu übersehen. Ja. Ich habe das beschrieben, dass dieser Integritätsverlust vor allem durch die suggestive Zeit entsteht. Suggestionen sind nämlich im Menschen nicht richtig verarbeitbar. Sie sind so, wie wenn er immer so ein unverdauliches grünes Gras essen müsste. Das kann er nicht verdauen. Die Suggestion ist etwas Fremdes für ihn. Im Gegensatz dazu würde das Heilmittel stehen. Und das Heilmittel wäre das entwickelte Denken, das zu einem immer substanzreicheren, gehaltvolleren Fühlen in der Seele führt. Das Denken führt, wenn es logisch entwickelt wird, zu einem guten, erkraftenden Fühlen. Und somit beginnt sich die Integrität durch das Fühlen langsam wieder zu entwickeln. Der Mensch wird wieder gewissermaßen heil oder, wenn man es so nimmt, unversehrt. Diese Entwicklung bräuchte heute der Mensch. Er bräuchte also eine aktive, denkende und dann empfindungsvolle Auseinandersetzung mit den Zeitphänomenen. Ich will das durchaus anhand sogar der Impfung fördern, denn wenn man sich mit dem Thema der Impfung auseinandersetzt, muss man eine Art Denkfolge, wie ich sie in etwa hier versuche vorzustellen, leisten können. Man muss sich in das Phänomen der Sache so hineinversetzen, dass man damit es verdaubar macht, damit es für den Menschen unschädlich macht. Solange es aber unverdaubar ist, ist es ja nur eine Folge, die abermals eine nächste Wirkung erzeugt, die wieder mit Folgen verbunden sein wird. Das kann man sagen, da wird das Karma-Gesetz gerade so angekurbelt. Das Gesetz, das man vom Osten kennt, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, wenn sich diese Karma-Frage, die also zutiefst spirituelle Frage ist, aufwirft, da stellt sich ja auch die Frage, wenn jetzt zum Beispiel von Behörden ein gewisser Impfdruck aufgebaut wird, das kann da bis dahin gehen, dass ganze Betriebe sozusagen ihre Angestellten zur Impfung auffordern und in gewisser Weise ein gesellschaftlicher Zwang zur Impfung besteht. Wie ist da dieses Verhältnis zwischen dem, der geimpft wird, der vielleicht auch einer Impfung gar nicht zustimmt, was ja nicht selten der Fall ist, und trotzdem aber in einem Zwang ausgesetzt ist? Ja. Das ist eine sehr gute Frage und würde ebenfalls wieder eine ganze Vortragsbreite beanspruchen. Ich will noch einmal ganz kurz zu der vorhergehenden Frage zurückkommen. Damals benannte Rudolf Steiner die Lieblosigkeit. Konkretisiert heißt es, dass der Mangel an Empathie aufkam
und der Mensch dadurch auf ein tatsächlich dunkles Gebäude in sich zurückgeworfen wurde. Das Heilmittel wäre die Empathie damals gewesen. Und eine durchaus Befreiung durch Empathie von den Fängen des Materialismus und von den Fängen eines kollektiven Vereinnahmungssystems, das man Kirche im Allgemeinen bezeichnet. Hierzu können auch durchaus so neue religiöse Bewegungen dann zählen, die nicht unbedingt weniger vereinnahmend sind. Heute braucht der Mensch statt Informationen eine Denk- und Gefühlserkraftung, damit er seine Integrität herstellt. Wie leistet er diese Denk- und Gefühlserkraftung? Zunächst ist es ja etwas ganz Wichtiges, dass man sich überhaupt längere Zeit mit einem Phänomen auseinandersetzt und nicht zu sehr mit Antworten, die Dritte liefern, zufrieden gibt. Es kann leicht gesagt werden, die Information ist heute nämlich gegeben, dass eine Impfung eben die Frage der Entwicklung verneint. Man ist damit geschützt vor einer Krankheit, aber wie ist jetzt tatsächlich die Entwicklung gegeben? Diese Information kennt man zum Beispiel in anthroposophischen Kreisen. Hat man sie wirklich bearbeitet? Denn man muss sich die Frage stellen, was erfordert gerade diese Entwicklung in der jetzigen Zeit? Und dann kann man durchaus die Hypothese wagen, wenn man diesen Entwicklungsanforderungen der Zeit gerecht wird, ist es nicht das beste Heilmittel, das man anbieten kann, sowohl gegen den Krankheitserreger oder gegen das Phänomen der Krankheit und in weiterer Hinsicht auch gegen Impfschäden. Denn es kann nicht die Frage entstehen, ist Impfung gut oder schlecht? Muss man sich impfen lassen oder soll man Impfung auf alle Fälle meiden? Diese Frage kann nicht eigentlich für die Diskussion hier bearbeitet werden, denn aus geistig-spiritueller Sicht gibt es hierzu keine definitive Antwort. Wie am Anfang schon ausgedrückt, muss der Einzelne sich wirklich mit dem Phänomen bis in die Tiefe hinein auseinandersetzen, damit er mit eigener Gewissensbildung und schließlich mit einer eigenen daraus entstehenden Immunantwort der Krankheit sowie auch im gleichen Zuge der Impfung gegenübertritt. Dann wird er geschützt sein. Also er muss sich mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen. Das ist schon eine erste Stärkung des Immunsystems. Und er muss sich auch mit der Impfung auseinandersetzen, mit den Motiven, mit den Bewegungen, die zu dieser Impfung führen und mit den Zwängen, die unter Umständen in diesem Zusammenhang aufgebaut werden. Und das ist nicht nur eine Forderung der Informationseinholung, sondern das ist eine inhaltliche Auseinandersetzung. Er muss inhaltlich die Frage der Entwicklung studieren. Inhaltlich das materielle Phänomen der Krankheit begreifen und schließlich beide dann langsam in einen Kontext hinüberführen. Würde er sich nur schützen wollen, wäre es zu wenig. Also es muss ein inhaltlicher Aspekt dazukommen, damit es auch darüber hinausführt. Denn ein reiner Schutzeffekt, wenn ich das so verstehe, also nur um sich zu schützen, etwas zu unternehmen, das wäre wahrscheinlich zu wenig gedacht oder zu klein gedacht. Also wenn man von der Frage ausgeht, wie sich der Einzelne schützen kann, dann macht er gerade den ersten großen Fehler. Er muss in die Begegnung mit dem gefahrvollen Phänomen gehen und dabei aber dennoch seine ganzen inneren Kräfte mit schulen lernen. Die Begegnung mit dem Phänomen gibt mehr Schutz. Wenn er geht an die Front mit dem Phänomen, dann ist er geschützt. Hingegen ist er genau in die Problematik zurückgeworfen, wenn er nur
in enger Hinsicht sich abschirmen möchte, ja, wie man sich das so vorstellt, dass er sich vor einem Zeitphänomen am besten zurücknehmen, ja, er möchte sich selbst herausnehmen aus diesem Gefahrenbereich. Aber das ist eben die Vorstellung, die mit der Entwicklungsfrage nicht einhergehen kann. Das Selbst, das will die Auseinandersetzung. Das Selbst will sich mit sowohl Negativen als auch mit Möglichkeiten, die aus dem Negativen gedeihen können, in ein Wachsen begeben. Ich komme aber jetzt noch einmal auf die Frage zurück, Umgang mit den Behörden, ja. Wie das Verhältnis damit wird, zwischen dem, der geimpft wird oder der sich vielleicht sogar durch Zwang in diese Situation hineinbringen lässt, zu den Behörden oder zu den Obrigkeiten, zu denjenigen, die diese Impfpflicht aufstellen. Es ist dies eine sehr interessante Frage und es ist wichtig, dass man sich dieser Frage einmal bewusst wird. Denn äußerlich gesehen ist zunächst einmal der Mensch, der sich nicht gerne impfen lässt, aber überredet oder dirigiert wird dazu, dass er sich impfen lassen muss durch gesellschaftliche Zwänge und Benachteiligung beispielsweise, der scheint in rein physischer, materieller Form der Schlechtere oder der an der schlechteren Position Stehende zu sein. Es gibt jemanden den Befehl und in Gehorsam muss dieser Befehl ertragen werden. Es kann dies durchaus als Körperverletzung empfunden, erfahren, erlebt werden. Argumente, die dafür sprechen, Argumente, die dagegen sprechen, gibt es natürlich immer und man kann sie auf diesem materiellen Plan sehr vielseitig diskutieren. Die Positionen sind aber verteilt. Einer gibt die Anordnung oder eine ganze Staatsanordnung entsteht, damit der Einzelne sich impfen lässt. Und somit gibt es ein Verhältnis. Es entsteht eine Verbindung zwischen Menschen. Und diese Verbindung sollte der Einzelne genau betrachten. Geistig gesehen ist es häufig eine Umkehrung. So wie im Irdischen der Mensch sagen kann, ja, ich habe ja nur gehandelt, weil die Obrigkeit es angeordnet hat. So kann er sich entschuldigen und so wie in Italien beispielsweise schon mit Beginn der Covid-Krise gesagt worden ist, alle Ärzte sind aus der Verantwortung ausgenommen. Die kann man nicht belangen. So kann sich der Arzt beispielsweise auf dieses Gesetz im Irdischen berufen. Geistig gesehen, und das muss man im Unterschied einmal richtig studieren, gibt es diese Verantwortungsabgabe an eine Obrigkeit oder an ein Kollektiv nicht. Geistig gesehen ist derjenige genauso verantwortlich, der eine Maßnahme übernimmt, sie nicht durchgedacht hat und sie damit nur in Gehorsamspflicht übernimmt. Er ist genauso ein Teil dieses Kollektivs geworden und trägt dann, wenn die Maßnahme irrational ist oder zerstörerisch, trägt er genauso Schuld. Er kann sich geistig gesehen nicht vor die höheren Hierarchien, die ihn empfangen, kann er sich nicht hinstellen und sagen, ja Moment einmal, das hat mein Guru gesagt, das hat mein Arzt gesagt, das hat meine Behörde angeordnet. Es wird nur gefragt, ja was bist du in dir selbst? Bist du wirklich in dir selbst? Was ist in dir selbst gereift? Das ist der Schatz, der im Menschen gereift worden ist, herangereift ist. Es ist aber alles das eine Fremdlast, die ihn so richtig regelrecht abschirmt in der geistigen Welt, die er von der
Steuerung anderer übernommen hat, die er nicht durchgedacht, die er nicht selbst verdaut, aufbereitet, zum eigenen wirklichen Erkennen gebracht hat. Das ist Fremdes und das wird ihm als Fremdes im Nachtodlichen wieder gespiegelt, denn er wird sich mit einer Substanz umgeben, mit der er in eine Art, meist ist es so, Isolation kommt, in eine Art Abschirmung kommt und damit genau das seelische arme Element spürt, das Armutszeichen spürt im Nachtodlichen, die Isolierung, die Mangelhaftigkeit der Verbindung. Deshalb muss man sagen, das, was im Geistigen besteht, ist eigentlich immer eine andere Wirklichkeit wie die im Irdischen. Was man im Irdischen beispielsweise häufig entschuldigen kann, das kann man im Geistigen nicht entschuldigen. Das ist der Mensch wirklich. Das ist da nach seiner ganzen inneren Selbsterkraftung. Und nun ist dieses Verhältnis zwischen einem Geimpften und einer Behörde, die die Anordnung dazu betrifft, und auch durchaus einer Wissenschaft, die ja auch die Impfstoffe bereitstellt. Dieses Verhältnis ist gegeben. Und wenn man von diesem Verhältnis einmal ausgeht, dann kehrt sich das um. Der die Impfmaßnahme unwillig über sich ergehen lässt, sich aber dabei bewusst ist, dass sie aufgezwungen wurde, der ist nun in einem Verhältnis im Sinne eines guten Positioniertseins, während die Behörde, die eine Zwangsmaßnahme anordnet, in einem schlechten Verhältnis steht. Nun muss ja noch nicht gesagt werden, dass das grundsätzlich eine schlechte Maßnahme ist, das Impfen. Und deshalb eine Schuldfrage in negativer Hinsicht bei der Behörde entsteht. Das ist noch nicht gesagt. Ich stelle nur einmal diese Positionen dar. Derjenige ist jedenfalls immer in einer sicheren Position, der etwas entgegennimmt und dabei aber weiß, dass er aus notwendigen Gründen, die die Behörde scheinbar konstatiert, dies tun muss. Also dieses Verhältnis muss man sich vergegenwärtigen. Denn so wie es im Nachtodlichen besteht, so wird es auch bereits im Irdischen schon auf insgeheime, nur unsichtbare Weise wirksam. Nun kann in der ganzen Impfpflicht oder versuchenden Impfpflicht etwas ganz Wesentliches, nämlich zur Erkraftung kommen. Es kann sich der Einzelne aufrichten und das ist das Wesentliche, was ich damit für die Impfung aussagen kann. Also das Alleressentiellste, was ich für diese Impfung aussagen kann. Es muss sich der Einzelne regelrecht mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen. Dann als nächstes bedarf es eines bewussten Wahrnehmens, wie das Verhältnis ist, die Behörde und der Einzelne. Die Krankheit entsteht durch Integritätsverlust. Sie ist durch die Massensuggestionen der Zeit verursacht. Dadurch gibt es immer diese Art eigenartigen Infektionen, die eben die Gefahr in sich tragen, dass sie sehr lungenspezifisch werden. Und da, dort in diesen Bereichen, wenn sie tiefer gleiten, die Infektionen, sehr, sehr hartnäckige Krankheitssymptome erzeugen, die auch bis zum Tode führen können. Wenn dies eben der Fall ist, dass die Krankheit durch eine Suggestionsüberflutung des Menschen entstanden ist, dann muss der Einzelne sein Denken so stark aufrichten und so sich
in die Beziehung begeben, dass er ein Gefühl erzeugt, das durchaus einmal in empathischer Hinsicht auch entwickelt wird. Er muss sehen, nicht ich bin ein Opfer der Impfung. Diese Schlussfolgerung gibt es im Geistigen nicht. Ich bin ein Opfer der Impfung geworden. Das kann nicht existieren. Denn da wird der Engel, der ihm gegenübertritt und sagt, jetzt rechnen wir mal, was da im Leben geschehen ist. Der wird sagen, ja, du bist nicht ein Opfer, du hast versäumt, dich mit der Sache so auseinanderzusetzen. Und deshalb versuchst du jetzt mit der Opferrolle hier vor mir anzutreten. Du bekommst 0 Punkte hierfür, denn diese Opferrolle werde ich hier nicht akzeptieren. Ich werde sogar noch genauer hinschauen, ob du nicht als Opfer vielleicht sogar Täter bist. Genauer werde ich diese Sache sogar noch betrachten. Denn häufig sind die, die am meisten Opfer sind, die größten Täter. Ganz häufig sieht man dieses Phänomen in der Weltenschöpfung. Also in der geistigen Welt, wenn man sich das vergegenwärtigt, ist die Umkehrung. Und jetzt in der irdischen Welt wird man durch logische Denkart, also durch eine gut fundierte philosophische Art des Denkens, durch Dialektik wird man das bezeichnen, durch richtige Dialektik wird man ebenfalls zu dem gleichen Ergebnis kommen. Man muss noch nicht ganz hellsichtig sein, um diese Ergebnisse zu entwickeln, sondern man kann sie dialektisch erschließen. Wenn die Suggestion die Ursache ist, wenn ich diese Hypothese einmal an den Anfang setze und der Integritätsverlust des Menschen eigentlich damit zum Bild der Schwäche führt und die Krankheit entsteht, da muss der Mensch ein Heilmittel entwickeln. Und dieses Heilmittel entsteht durch das Denken in logischen Zusammenhängen. Und es entsteht durch ein Bewusstsein, das man sich vergegenwärtigt. Ich bin nicht ein Opfer, sondern ich habe ein bestimmtes Verhältnis zu dem, der mich impft. Der mich impft, beziehungsweise die Behörde, die das veranlasst, im großen Stil, also in einen Gesamtdrang, ist eigentlich in einem Sinne, in einem Verlustgefühl. Weil warum muss man überhaupt solche Maßnahmen mit Zwangsimpfungen machen? Sie entstehen aus Angst oder vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist gar nicht einmal wichtig, die Gründe jetzt alle nebeneinander zu analysieren. Jedenfalls der eine Maßnahme aufdrängt, dem Bürger, der steht in einer schlechteren Position. Während der Bürger sich jetzt eine stärkere Position aneignen kann und seine Integrität gewinnen kann. Mit der Integrität gewinnt er das Heilmittel. Und er gewinnt auch das Heilmittel, weil er sieht, der andere ist eigentlich bedürftig. Ich lasse mich impfen, trete mit Bewusstsein dem Phänomen der Impfung auch allen Nebenwirkungen entgegen. Sie werden mich nicht niederlegen können. Langzeitschäden werde ich ebenfalls aufhalten können, weil ich sehe, dass das Krankheitsbild, das mit Corona gegeben ist, dass das einerseits gar nicht so schwerwiegend sein müsste und wenn es durch Impfung jetzt aber in eine nochmals weitere Vermeidung geführt wird, kann dieses Krankheitsbild schließlich mich nicht mehr mit seiner Angst wirklich ergreifen und auch die Impfangst kann mich nicht ergreifen. Somit kann sich der Mensch durch Konfrontation mit den wirklichen möglichen Inhalten gegen die Situation wehren. Und er wird eine Immunkompetenz entwickeln. Er wird also Langzeitfolgen, die eventuell in nervlichen Belastungen, Nervenkrankheiten und auch Zelldegenerationen sich ausdrücken werden, kann diesen bereits entgegenwirken. Und er lässt sich impfen, etwa in diesem Sinne, dass er ein Verhältnis mit Empathie herstellt zu der gegenwärtigen Zeit und zu den Behörden. Er sieht sich nicht mehr als Opfer, sondern er sieht sich nun als einer,
der seine Individualität in größerem Maße entwickelt und dadurch auch mit einem weisheitsvollen Blick auf die Umstände der Zeit schauen kann. Es ist sehr gut nachvollziehbar, dass durch die eigene Auseinandersetzung und durch die eigene Erkenntnis zur Sache eine wirkliche Stärkung sowohl für die Krankheit als auch im Umgang mit der Impfung entsteht. Wobei natürlich eben auch die Freiheit besteht, sich nicht impfen zu lassen, aber die Konsequenzen eben zu tragen. Das ist eine andere Sache. Jetzt vielleicht noch ein Beispiel, wäre für mich sehr interessant. Ja. Nämlich, ich habe mich auch mit der Neujahrsansprache von unserer Bundeskanzlerin, Frau Angela Merkel, auseinandergesetzt. Und da sagt sie ja diesen interessanten Satz: Ja, zuerst werden die Alten und Risikogruppen, alten Menschen und die Risikogruppen geimpft, dann kommt das Pflegepersonal und schließlich kommen alle, die es wünschen. Es deutet ja auf eine vollständige Freiheit an. Das ist die Frage, was lebt wirklich in so einer Aussage? Ja, ein Beispiel, ja, es wurde jetzt von deiner Seite genannt. Gerne füge ich noch ein kleines Beispiel hinzu zu den vorhergehenden Ausführungen, damit die vorhergehenden Ausführungen besser noch erfasst werden können. Auch erfasst werden können, wie einerseits die Empathiefähigkeit und andererseits die wirkliche neue Positionierung des Menschen in einer besseren Integrität stattfinden kann. Als der Lockdown in Italien war, der wurde ja sehr, sehr straff durchgezogen. Der wurde ja so durchgezogen, dass schon Leute, die auf den Balkon gegangen sind, ermahnt wurden, manchmal sogar bestraft wurden. Also es wurde ein sehr straffes Programm durchgezogen. Nun bin ich natürlich immer einer, der sich gerne so kleine Wege in den Wald sucht und dort seine frische Luft atmet. Ich begegne auf diesem Weg einen der Forstpolizei. Die Forstpolizei gilt als die schärfste Polizei in Italien überhaupt. Sie sind auch grundsätzlich immer bewaffnet. Nun, ich begegne der Forstpolizei und weiß natürlich zu Recht, dass ich gar nicht diesen Ausgang in Anspruch hätte nehmen dürfen. Es kommt zum ernsthaften Auseinandersetzen. Und ich entgegne ja, ich kann die Strafe bezahlen. Die war gesalzen, wäre gesalzen gewesen, so muss ich sagen. Ganz gesalzen, also wäre durchaus 2000 Euro gewesen. Ja. Also sehr gesalzen wäre die Strafe gewesen für dieses illegale Ausgehen in den Wald. Aber wir gingen in das Gespräch. Und ich sprach, für mich ist es, um das Gespräch abzukürzen, um die Essenz des Gesprächs nur darzulegen, für mich sind es 2000 Euro Strafe. Für Sie aber ist es eine viel schwerere Last, die Sie tragen müssen. Denn Sie müssen die Strafe auferlegen und Sie sehen, dass hier im Wald weder ein Fuchs noch ein Hase angesteckt werden können. Denn selbst diese werden rechtzeitig flüchten, sodass sie nicht einmal in die Annäherung einer Inkontamination geraten können. Und deshalb ist es für Sie, für mich leidlich, wenn Sie für mich diese Strafe leisten müssen. Es kam zum weiteren Gespräch. Wir gingen friedvoll auseinander. Es kam zu keiner Strafe, weil es war klar, dass ich auch eine Verantwortung über meine Sache machen kann. Er sagte dann zuletzt in einfachen Worten, der Forstpolizist: Sie können mit dem Ganzen umgehen, es wäre nicht gerechtfertigt, Ihnen eine Strafe zu nehmen, da Sie Verantwortung zeigen. Das Wort Verantwortung konnte in rationaler Weise damit in die Diskussion kommen. Und es entstand eine Verbindung zwischen uns beiden, die sich dann zeigte im Laufe des Sommers und Herbstes, denn wir kamen öfters noch zusammen. Und ich möchte nicht Freundschaft sagen, was entstanden ist daraus, aber es entstand wirklich eine menschliche Verbindung.
Wenn man auf die Impfung jetzt blickt und wenn heute der Mensch auf den ganzen Suggestionsweg, der mit Covid verbunden ist, hinstarrt und die Suggestionen, die schon längst vorher abgelaufen sind in Politik und Wirtschaft und vielen anderen Bereichen, dann wird er sagen, diese Suggestionen spalten den Menschen. Er wird zu dem Ergebnis kommen, dass er regelrecht spaltende Kräfte im ganzen System feststellt, die aber die Menschen unbedachterweise ausführen. Und er kann sich nun mit seiner eigenen rationalen und gut durchdachten, auf fundierten Inhalten beruhenden Positionierung eine wirkliche Verbindung zu denen schaffen, die ihn zunächst feindselig gegenüberstehen, die ihn impfen wollen und ihm eine Körperverletzung antun wollen. Er kann sich sagen, sie müssen mir eine Körperverletzung antun, aber das, was wirklich sie sich selbst und im Sinne einer geistigen Entwicklung hier an Verletzungen zuziehen, das ist viel größer wie diese kleine Körperverletzung, die sie mir anfügen. Das Verhältnis, das wird zu wirklicher Beziehung geschaffen. Und selbst wenn es noch nicht in einigermaßen Übereinstimmung geschieht, in Akkordanz, in einer eigenen guten Dialogfähigkeit, dann ist trotzdem einmal der Anfang gemacht zur menschlichen Kultur, nämlich zur Empathie, das schon damals mit der Pockenzeit kommen hätte müssen. Und schließlich von der Empathie zu einem wirklichen verstehenden, einfühlsamen Eindringen in die Situation, die nämlich dann für alle Beteiligten eine Erlösung darstellt und eine Form des ganzen Umgehens mit einem Krankheitssymptom, das sich über größere Wege zur Entwicklung in Form von Heilung dann oder von größerer Integrität zeigen kann. In diesem Sinne könnte man die evangelischen Worte einmal sagen, kämpfe nicht Zahn um Zahn, Auge um Auge, wie es zu den Alten gesagt ist, sondern beginne, dass du dich da immun machst, indem dass du deine Backe hinhältst, wenn der andere dir mit der Injektion kommt und du nur Abwehrgefühle hast. Nein, beginne, deine Feinde zu lieben, aber was heißt es zu lieben? Das ist nicht ein kleiner, passiver, netter Gefühlsakt. Das hat mit Sentimentalität nichts zu tun. Das ist eine Auferstehung des ganzen Schöpferpotenzials des Menschen, wo der Mensch sich wirklich einmal die Frage stellen muss, ja, was geht denn ihm den anderen vor? Und indem, dass er den anderen richtig erkennt, indem, dass er die Zeitbogen und die ganzen Steuerungen der verschiedenen Ambitionen und Intentionen kennenlernt, wird er nämlich den anderen nicht mehr als Feind begegnen, sondern wird er sehen, der andere hat einen Bedarf und diesen Bedarf, das darf ich ihm nicht vorenthalten, indem dass ich mich sofort mit dem Phänomen der Abwehr begegne und damit eine Polarität errichte. Denn das Errichten der Polaritäten ist ja gerade eine, wenn man sagt, wie sagt man es, ja, eine regelrechte Gefahr ist es. Also da kommt das, was man in Sanskrit nämlich bezeichnet, wie Pramada, das Jahr der Gefahr, das Jahr, in dem sich die scharfen Polaritäten errichten und die eben dadurch zum eigentlichen Bild der kriegerischen Konfrontation entwickeln, die immer, wenn sie so polar stattfinden, unfruchtbar sind.
und meistens ohne jegliches Ehrgefühl eintreten. Jeder kämpft noch um seinen letzten Rest Ehre und bemerkt gar nicht, wie er ihn ohnehin schon verloren hat. In diesem Sinne will ich einmal in den Zusammenhang mit dem Zitat von Angelika Merkel kommen. Das, was die nächste Frage war. Mhm. Wenn Angelika Merkel diese Aussage trifft, dann würde ich sagen, ist ein sehr starker Anteil des Unbewussten dabei und auch dennoch eine Ahnung über die Zukunft. Es wird nicht so sein, dass es so eine schöne, große Freiwilligkeit gibt. Mhm. Es ist Angelika Merkel. Angela Merkel, eine Person, die es jedem so ein bisschen recht macht, mhm. aber selbst keine Position bezieht. Mhm. Es ist nicht eine einfache Stellung als Bundeskanzlerin. Also, dass man es besser macht, ist vielleicht nicht ganz leicht. Also Kritik immer so schnellfertig zu nehmen, ist eigentlich eine Untugend. Setze ich mich aber jetzt in diese Worte hinein, auf die gleiche Methode, wie ich jetzt vorgestellt habe, dann erkenne ich, dass dieses selbstlose Wesen ohne Selbstposition von Angela Merkel nämlich genau das Gegenteil ausdrückt. Ich fördere damit die Impfpflicht. Und ich werde selbst meine Hände in Unschuld waschen und alle anderen werden so verfahren und die Umstände werden so drastisch werden, dass die Impfpflicht unabwendbar für jeden möglichst eintreten wird. Ich weiß aber, dass das Ganze gar nicht richtig funktionieren wird. Deshalb wird auch die Impfpflicht nicht funktionieren. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was funktionieren wird. Aber wir müssen ja schließlich Maßnahmen treffen und somit werde ich in diese Worte hineinsetzen, werde mich eher klein und bescheiden und sehr loyal bewegen und deshalb werden andere die kriegerischen Auseinandersetzungen für mich tätigen. Mich wird niemand sehen, dass ich doch durch meine mangelnde Position in Wirklichkeit eine sehr starke Täterin bin. Das wird niemand sehen, denn ich bin gewissermaßen in einer Loyalität zu allen. Die mangelnde Position aber, das nicht wirkliche Eintreten für Fakten und für definitive Äußerungen, ist nämlich gerade stellt die Ambition zur Verfügung, dass sich eine größere Türe zur weiteren Polarisierung und Gespaltenheit öffnet. In Wirklichkeit sehe ich in diesen Worten eine scharfe Konfrontation zwischen Ärmeren und Reicheren, zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern und zwischen weiteren polaren Verhältnissen in der Welt. Und gerade diese werden fast wie in einem bürgerkriegsähnlichen Zustand, wie aufgeheizt. Und soweit ich das wahrnehme, sind da schon die ersten Gedanken, wie man dieses Phänomen auf der einen Seite hochführt und auf der anderen Seite wieder zum Inhalt im Zeitgeschehen dann macht, gewissermaßen zum Pseudo-Inhalt, weil kein anderer Inhalt verfügbar ist. Also die Aussage von Angela Merkel sehe ich als extrem positionierend und wenn man das nun einmal wirklich längere Zeit einen solchen Satz hinterfragt, ihn auf sich wirken lässt, welche inneren Aussagen, welche inneren Kräfte damit verbunden sind, dann wird man, glaube ich, zu ähnlichen Ergebnissen unweigerlich kommen müssen. Aber es ist auch wichtig, dass man diese Erkenntnisse genau nimmt, und nicht an der Oberfläche nimmt. Weil sagt man ja, das ist ja alles Unsinn und die will uns nur ins Unglück stürzen oder die ist ja durch ihre Loyalität und Positionslosigkeit ohnehin eine schlechte Bundeskanzlerin, dann wird man mit diesen Aussagen nur die Polaritäten schüren und wird nicht dem Beziehungsverhältnis, das einen reifen und verantwortlichen Bürger entsprechen müsste, gerecht werden.
Also man muss sich auch in dem Sinn, das habe ich lange genug betont und für dies bin ich wirklich sehr verworfen worden, man muss sich mit Aussagen, die man vielleicht als negativ erkennt oder die unliebsam sind, muss man sich auseinandersetzen, denn gerade diese geben eigentlich den Anlass für eine größere Reifung und Selbstverantwortung. Das wollen viele nicht machen. Und deshalb polarisieren sie sich immer weiter. Und mit diesen Polarisierungen entstehen natürlich weitere Entfremdungen und schließlich letztendlich Schwächungen auf allen Seiten. Ja, das ist sehr gut nachvollziehbar, dass durch diese einfach ein Lager beziehen zwischen zwei polaren Gegensätzen, aber in der Passivität, dass das etwas, dass die Spaltung dadurch natürlich die allgemein gegenwärtig ist, noch sich verstärkt, während dieses Bild oder dieses Beispiel, wodurch aktive Auseinandersetzung, das Konfrontieren auch mit dem Unliebsamen, dass das eigentlich erst auch einen Anlass gibt zu eigenem Aufstieg der Moralität, könnte man sagen, wie auch der Verbindung insgesamt unter Menschen und Beziehungen unter Menschen. Also sieht man sehr deutlich eigentlich diesen Unterschied zwischen einem spirituell orientierten Ansatz und einem sehr auf materieller Ebene sich bewegenden Ansatz, der einfach nur die Polaritäten sehr stark betont. Trotzdem stellt sich für mich noch vielleicht zum Schluss noch die Frage, warum ist denn das eigentlich so, dass unbedingt diese Impfung jetzt, nachdem ja eigentlich das Krankheitsbild vielleicht auch gar nicht mehr so virulent ist und jetzt nachdem auch die Situation vielleicht gar nicht mehr so zwingend ist, jetzt notwendig macht, warum besteht so ein starkes Bedürfnis, so ein starker Drang danach, diese Impfung unbedingt durchzuführen, auch auf breitester Ebene? Lässt sich da auch was sagen dazu, aus geistiger Betrachtungsweise? Ja. Ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt, ja. Und dadurch kann ich etwas dazu sagen. Grundsätzlich ist es ja noch einmal, um das anzumerken, wichtig, dass man Spiritualität nicht konfessionsgebunden sieht. Mhm. Das ist nicht an eine Yoga-Richtung gebunden, nicht an Anthroposophie aber ausschließlich gebunden, nicht an einen christlichen Bekenntnisglauben ausgerichtet. Spiritualität sehe ich, dass der Mensch seine Schöpferkräfte gebraucht. Wenn der Schöpfer Gott ist, was ist dann der Mensch? Der Mensch besitzt den Geist, oder sagen wir so, er besitzt eine geistige Möglichkeit, eine Fähigkeit, Geistiges in Wirksamkeit zu führen, zum Beispiel Erfindungen zu tätigen. Er kann geistige Kräfte nützen, also Gedanken bilden, Gedanken zur Erklärung eines Sachverhaltes entwickeln. Der Mensch besitzt ein Denken, Fühlen, Wollen. Er besitzt in sich dieses schöpferische Prinzip. Der Mensch ist eigentlich das primär schaffende Prinzip für unsere Weltordnung. Und wenn man einen Gott oben und einen Gott unten nimmt, dann müssen sie ja zusammengehören. Sie müssen zusammenwirken. Und in dem Sinne muss man die obere Welt, also die geistige Welt, studieren und die irdische Welt ebenfalls studieren. Und erst wenn man das in Übereinstimmung bringt, was will die geistige Welt, was will die irdische Welt? Zum Beispiel das Gebet war niemals in früheren Zeiten ein Bittgebet. Selbst wenn im Evangelium manchmal das Wort steht, bittet, so wird euch gegeben werden, dann war das Bitten dennoch etwas anderes, das war ein Blicken auf die geistige Welt und das war mit der Fragestellung verbunden. Was will die geistige Welt? Was will sie? Das war eigentlich die Bitte. Die Bitte war nicht das kleinliche Bitten, ich will Gesundheit, ich will Kinderreichtum, ich will Erfolg haben, ich will, dass meine Nachbarn nicht krank werden und ich will dies und jenes in kleinlicher Form. Das hätte es früher zur Zeit Platons
zur Zeit der großen Philosophen gar nicht gegeben. Und das hat es auch zum Uranfang des Christentums in diesem Sinne nicht gegeben. Das hätte man als egoistisch verworfen. Das war uninteressant. Also die Spiritualität darf man nicht konfessionsgebunden sehen. Das darf man nicht an eine Meisterfigur sehen. Das wird mir immer vorgeworfen. Aber das ist völlig unsinnig, weil Spiritualität ist ein Akt des Schöpferischen. Da müssen die Schöpferkräfte aus dem Rostigen wieder aufgelockert werden. Und wenn die dann mal etwas aufgelockert werden, dann müssen sie in Einsatz gebracht werden. Und dann darf man nicht auf halber Strecke stehen bleiben, sondern muss ein Phänomen hindurchringen, bis ein Ergebnis im Zusammenhang mit den irdischen Welten, mit den Mitmenschen und letztens mit dem Kosmos und darüber hinaus mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten sogar entsteht. Also so lange soll der Mensch ringen. Und dieser Prozess würde dann als Verstehen, als Erkenntnis reifen. Aber im Gegensatz dazu ist diese Informationsfülle, mit der man nicht weiterkommt. Mein Versuch ist es ja im Leben, dass ich gerade diese Prozesse schule, fördere und Menschen dahingehend anrege, dass sie diese Kräfte richtig in Einsatz bringen und somit zu den besseren gesamten Selbst, zur Selbsterkraftung, ja, sogar Selbstverwirklichung in dem Sinn kommen. Und dass sie aus dem heraus, aus dieser Aktivität heraus, eine Wiederverbindung setzen. Also wenn man Covid nimmt und die Zeit Covid, dann geht es tatsächlich gerade durch diese weltweite Krise nicht mehr im Konsum und auch nicht mehr in der Information weiter. Sondern es bedarf gerade dieser Schulungsansätze und es bedarf praktischer Ansätze, die konfessionsfrei sind. Und wenn man das einmal sich vergegenwärtigt, dass eine neue Kultur oder eine brauchbarere, etwas reifere Kultur darin bestehen würde, dass die Menschen mit Empathie und mit Beziehungsfreude Inhalte bewegen können, die sie mit der Zeit angstfreier und stabiler machen, dann hätte man eine ganz andere Kulturvoraussetzung, in der der Mensch als der Akteur sich behaupten kann. Dann ist nicht ein fremder Gott, sondern ist der Mensch, der die Ordnungen und die Beziehungsverhältnisse ins Gute regeln kann und er eigentlich mit Negativen produktiv umgehen kann. Diese Zukunft ist aber relativ fern, weil die Informationen scheinbar bis zum Konsum reichen und der Mensch gar nicht recht weiß, wie führt er einen Gedanken in eine nächste weiterfassende Logik und wie kann er von dieser weiterfassenden Logik schließlich sogar in die Wirksamkeit einer intensiveren Bewusstseinsgabe für seine Mitmenschen treten. Die Schulungen in dieser Hinsicht wären eigentlich wichtig und man müsste sie regelrecht fördern. Die letzte Frage jetzt, warum das gerade so mit diesem Zwang vorangetrieben wird, kann man vielleicht sich vergegenwärtigen, zunächst von einem einfachen Bild. Wenn man mal so richtig in die Emotion geraten ist, so ein Bild muss man sich ja mal so ein bisschen vergegenwärtigen, so in Emotion geraten ist, also man möchte einen Nagel ins Holz schlagen und der geht auf einen Ast über, das kennt also mancher Handwerker. Und man schlägt auf den Nagel ein und er biegt sich und man muss mit der Zange nachgradigen und er biegt sich wieder und irgendwann wird man so wütend, dass man nur noch aufs Holz oder auf den Nagel einschlägt und man will auch nicht mehr loslassen, bevor man einmal den Nagel entfernt und ihn an einer neuen Stelle einschlägt oder bevor man von seiner Emotion ablässt, ist man meistens schon einige Torturen hindurchgeschritten. Also so mancher kennt er solche Erlebnisse, wenn er in der Emotion richtig gefangen ist.
Und er bemerkt vielleicht bei sich, dass sein Tun unsinnig ist, aber die Emotion treibt ihn dennoch voran. Und er kann gar nicht ablassen. Und selbst kann er dann noch die Ehefrau als schuldig erklären, warum der Nagel nicht hineingeht und so weiter und so weiter. Also da kann man einiges an Bildern ja im Leben auch nehmen, wie Triebkräfte stattfinden. Nun würde ich sagen, für Covid ist der erste Irrtum ein großer Gesellschaftsirrtum. Weil man nicht das Denken wie nach Goethe, nach Schiller, nach Hegel, nach den schönen Rudolf Steiner durchaus auch, aber gleich, wie man das nimmt, wenn man den deutschen Schatz der Kulturgeschichte und der musikalischen Geschichte einmal nimmt, dann hätte man eine unglaubliche Gedankenkraft. Und dies möchte eigentlich zur Auferstehung kommen. Das soll durch den Menschen kommen. Und inhaltsreiche Kultur, nicht emotionale Kultur, denn der Süden kann nicht von den Deutschen imitiert werden. Der hat wieder eine eigene Kultur. Aber es soll eigentlich eine Bewusstseinskraft entstehen, ein bewegtes Bewusstsein. Und das Bewusstsein soll Freude entwickeln im menschlichen Beziehungsverhältnis. Das soll eigentlich auferstehen. Als inhaltsreiche Bewusstseinskultur. Das soll im Menschen auferstehen. Da dies aber durch allerlei Materialismus und Banalität, und da ist die Kirche auch nicht ganz unwichtig zu benennen, auch durch Kirche, so derartig unterdrückt ist, ist es so, dass die Integrität des Menschen leidet. Die Suggestionen immer noch größere Wogen schlagen und der einzelne Mensch schließlich eigentlich nur noch zittert, ob er jetzt viruspositiv oder virusnegativ ist, bei allen kleinen Halskratzen schon eine höchste Alarmglocke bei sich läuten hört und letztendlich eigentlich eine Ausuferung entsteht, dass sogar eine Pandemie tatsächlich entstehen kann, weil sie der Mensch durch seine eigenen Bedingungen, durch Nocebo-Effekte, durch diese Effekte, die schädigend sind, direkt noch erzeugt. Also es ist schon die Kollision grundgelegt und durch Angst wird sie weiter erzeugt und schließlich wird sie sogar durch die eigene Autosuggestion oftmals in einen Schweregrad, in eine Progredienz getrieben, die man gar nicht mehr kalkulieren kann. Also wenn man die Situation der Zeit nimmt, da merkt man, das ist ja eigentlich der Irrtum nicht nur in der Umweltbelastung, der ist ja schon darin gegeben, dass der Mensch versäumt hat, seine Verstandeskräfte, seine Empfindungskräfte, man bezeichnet das mit zum Beispiel wie Manas im Sanskrit, oder kann das so bezeichnen, dass man sagt, ja, das muss ein gediegenes, logisches, zusammenhängendes Denken sein, das nicht nur eine schnelle, konsumorientierte Gebrauchsvorstellung ist, sondern das muss logisch sein, dass auch Empfindungen mit sich führt. Das ist versäumt. Und weil das versäumt ist, sollte jetzt natürlich gerade mit der Krankheit das Heilmittel geschehen, dass man zu dieser Erkraftung Zuflucht nimmt und sich mit Impfung oder mit den Phänomenen auseinandersetzt, dass man nicht mehr polarisierend wirkt, sondern verbindend, einander verstehend und freilassend. Sodass auch die Werte der Brüderlichkeit und auch in der Justiz der Gleichheit, dass das eigentlich wieder vom Menschsein richtig gefördert wird. Es ist aber der Irrtum, der schon in der Menschheit besteht, der ist nicht so als Abstraktion zu nehmen, sondern nach geistiger Sichtweise, ich muss wieder betonen, nach geistiger Sichtweise gibt es im sogenannten Aurenverhältnis dem Irrtum als Substantia, als Essenz, als spirituelle Existenzeinheit, als Entität, als ein sogenanntes Wesen. Es ist ein Wesen, es ist eine wirkliche Substanz, die man nicht im Physischen, so wie zum Beispiel Mineralien, wägen kann, sondern die, man sagt es, die in der Luft liegt, die im Astralleib, also in einer Art feinstofflichen Wirklichkeit, in den feineren Bewusstseinsverhältnissen
dort als Wesen lebt, als ein Wesen des Irrtums. Und dieser Irrtum, der besetzt den Menschen. Und der spiegelt unmittelbar den Menschen, sein Verhalten nach diesem Irrtum handelt der Mensch. Das ist seine Identität. Jetzt würde man dieses Wesen wegnehmen können, da würde plötzlich ein Nichts bestehen. Der Mensch hat aber durch den Irrtum tatsächlich so etwas wie eine Art Droge, eine Substanz, eine Entität hat er, eine geistige Existenz hat er. Und durch diesen Irrtum hat er ein Selbstbildnis, weil keine größere Identität vorliegt, muss er den Irrtum gewissermaßen tragen. Nun wird es deutlich, wenn man von der substanziellen Kraft dieses Irrtums ausgeht, dass der Mensch nicht leicht nicht so leicht überzeugbar ist. Der ist nicht umzustimmen. Weil es seine Existenz ausmacht. Weil der lebt in diesem. Substanziell, geistig, bewusstseinsmäßig lebt er in dem. Und nun muss erst einmal etwas anderes, Größeres kommen, damit er sagen kann, ja gut, ich kann auf das Bisherige verzichten. Es ist dies eine Art auch Bindung. Eine Bindung, wie eine Bindung zu einer Droge. Wenn der Mensch nichts weiteres darüber hinaus hat, muss er sich an die Droge fixieren. Und in diesem Sinne ist eigentlich die Erkraftung des Menschen notwendig, damit er zu diesem Ergebnis kommt, was die Hintergründe sind, ja, was gebraucht wird. Und dann wird er ganz automatisch sagen, ja, Covid-19, das Krankheitsbild, das wird mir nichts anhaben. Und wenn ich mich impfen lassen muss oder mich sogar impfen lasse, weil meine Disposition ist gerade im Leben dazu gut geeignet, dann kann ich mich mit diesem ausgerichtet sein impfen lassen, ohne Langzeitfolgen kalkulieren zu müssen, da ich die Zeit erkenne und damit die Krankheit erkenne und sowohl auch das Heilmittel in mir schon bereit habe. Das Heilmittel schon gegenwärtig wahrnehmen kann, dann kann ich mich impfen lassen. Dann kann ich mit den Umständen der Zeit mich zurechtfinden. Ich brauche nicht Angst haben, dass ich dann in ein Schicksalsrad eingebunden werde, zu dem ich nicht Ja sagen kann. Das ist sehr interessant, weil es gibt ja von Descartes die Aussage cogito ergo sum, also ich denke, also bin ich, was ja auch für unsere Zeit sicher eine große Bedeutung hat. Und es lebt ja fast in dieser Aussage so etwas, ich irre, also bin ich. Das hast du, glaube ich, auch mal in einem Artikel gesagt. Ja. Dass man so stark seine Existenz oder sein Ich-Gefühl auf dieses Wesen gründet. Das wird sicher auch mit dem Grund sein, warum mit Fakten argumentieren oft gar nicht so viel Erfolg hat. Ja. Weil, wie du sagst, es muss eigentlich der schöpferische Pol aufgebaut werden, damit überhaupt die Dinge wieder in einer weiteren Verbindung kommen und einen weiteren Aufstieg kommen. Ja, aber ich möchte mich jetzt sehr bedanken für dieses Interview. Ich glaube, es war jetzt mal ein Versuch, eben in der Logik einen Gedanken aufzubauen, und ich fand das sehr bemerkenswert, wie die Gedanken immer wieder auf diese eine Grundaussage in Beziehung gebracht wurden, dass jetzt nicht nur immer wieder eine Information an die nächste geknüpft wurde, sondern dass von deiner Seite immer wieder auf die Grundaussage hinzentriert wurde. Das scheint mir auch für einen logischen Gedankenaufbau sehr wichtig zu sein. Ich hoffe, dass diese Inhalte sind als Schulungsinhalte gedacht, dass sie nicht auch wieder zur Konsum und zur Information genommen werden, sondern dass sie genau dazu angeregt als Anregung dienen, sich mit diesen Inhalten, die jetzt aus geistiger Sicht hier ausgesagt werden können, dass sie also zur Auseinandersetzung und zur weiteren Erforschen, weiteren Prüfen, weiteren mit diesen Gedanken die Dinge betrachten, anregen möchten.
Nochmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank für das Interview. Mhm.